Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. So, meine Lieben, jetzt müssen wir das hier schaffen. Es ist ganz wichtig, dass wir das schaffen, damit wir hier auch weiterkommen. Und wir schaffen das bestimmt. Ich habe ja vorher noch mal einen Abstecher hier gemacht, um eben diese eine Feder aufzusammeln. Aber jetzt dürfte das ja hier echt kein Problem mehr sein. Na guck mal, das geht doch. Der bringt mich sogar noch fast bis zum Ziel. Das ist doch super. So. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay, hier ist nochmal eine Fee. Sehr schön. Da hinten ist ein Schalter. Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Auch diese Fackel ist noch warm. Ja, das ist ja schön. Die Frage ist nur, wie soll ich da drankommen? Sieh nur, von hier oben haben wir einen besseren Überblick. Ja, toll, ne? Ich habe das Gefühl, das geht nicht mit dem Deko-Jungen. Sehr schön. Also wenn ich runterfalle, komme ich jetzt auch wieder rauf. Das ist gut. So, da müssten wir jetzt mal eben gucken. Da bin ich rausgekommen. Und da hinten wird gesagt, wäre die Fackel noch warm. Okay, nochmal Deko-Junge. So, die Frage ist. Achso, nee. Da war ich wahrscheinlich. Nee, da war ich noch nicht, oder? Hm. War ich da schon? Nee, soweit. Doch. Doch, doch. Doch, da war ich schon, genau. So, ich versuche mal hier rüber zu kommen. So, dann können wir nämlich hier den Schalter auch schon betätigen. Ah. Und uns dann natürlich direkt die Kiste holen. Als Deko-Junge. Sehr schön. Sehr gut. So, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Sehr schön. Eine verirrte Fee Nummer 9. Meine Güte. So. Dann hier wieder hoch und dann können wir da oben nämlich weitermachen. Okay, hier gibt es auf jeden Fall noch zwei Kisten. Und wer weiß, wo es noch überall Kisten gibt. Aha. Da kommen wir aber nicht rüber. Ich glaube nicht, dass wir so weit schweben können. Das mag ich aber jetzt mal nicht glauben. Nee, das ist zu weit, oder? Das schaffen wir doch nie. Aha. Oh. Ich bin nur ein kleiner Deko-Junge. Was soll ich machen? Okay. Ich weiß nicht, ob es das gebracht hat. Na, es sollte in seine Richtung. Aua. Ich brenne. Ah, okay. Boah, schnell weg. Ja, sehr gut. Woo, geschafft. Yay.
Das war doch mal ein Kämpfchen. Du hast den Heroenbogen erhalten. Platziere ihn im Inventar. Drücke den entsprechenden Knopf. Okay, lässt du den Knopf los, feuerst du einen Pfeil ab. Du kannst Feinde auch mit L automatisch als Ziel erfassen. Ja, sehr cool. Wir haben den Bogen gefunden. Ich habe noch keine Ahnung, wie genau das jetzt eigentlich läuft, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehe. Weil eigentlich, rein theoretisch, müsste der ja dann wieder weg sein, ne? Rein theoretisch. Ah ja. Also so langsam komme ich hier echt zurecht mit dem Spiel. Das ist ja nicht zu fassen. So. Sehr schön. So, und los. Das müsste klappen. Ja, das klappt sehr gut. Oh Gott. Okay, den können wir nicht treffen. Höchstens mit Link. Ja, super, der ist ja schon kaputt. Oder er ruft nach Kumpels. Er ruft nach einem Kumpel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr gut. Wo ist er denn jetzt? Da oben. Was will sie denn? Das ist ein Gecko. Diese Biester hören nicht auf, ständig herumzurennen. Ja, ich merk's. Oh, wartet mal. Warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Dafür haben wir doch das Dingen. Wuhu, das war knapp. Wuhu. So, okay. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Na, oh, verdammt. Ich brauche immer zu lange, bis ich den mal gefunden habe. So. Also erst das, dann... Geht doch. Oh, er ist ein kleiner Frosch geworden. Hallo. Ja, mit dir kann ich immer noch nichts anstellen, ne? Wir können ja wenigstens die Tür öffnen. Also so cool sind wir eigentlich schon. Meine Güte. Jetzt kriegen wir den großen Schlüssel bestimmt. Du hast den großen Schlüssel gefunden. Jetzt kannst du die Tür zur Kammer des Endgegners öffnen. Oh, da freue ich mich. Nicht. Ja, was kann ich mit dem Frosch machen? Nichts. Vielleicht als... Nee, Moment. Vielleicht ja als Deko-Junge. Nö. Nö, kann ich auch nicht. Okay, alles klar. So, dann mal gucken. Haben wir denn alles? Ich guck gerade mal, ob wir auch alle Kisten eingesammelt haben. Aber das sieht ganz gut aus. Sehr schön. Ups. So. Moment mal, wo muss ich denn hin? Wo ist denn die Bosskammer? Moment, wenn ich da...
Wenn ich da reingehe, dann müsste da die Bosskammer sein. Da in der Mitte wahrscheinlich, oder? Oder da hinten? Nee, da hinten bin ich ja durchgegangen. Ne, wartet mal, das ist hier. Ah. Aber ich kann es nicht öffnen. Oder ich muss jetzt da in die Mitte. Hä? Wo ist denn... Da soll der Boss sein. Ja. Da würde ich ja auch gerne rein, aber da sind Gitterstäbe. Ach, wartet mal. Wartet mal, ich habe da was vergessen. Da war doch noch diese eine Sache. So, wartet mal. Da war doch noch diese eine Fackel. Die ist ja noch nicht an. Die muss ich ja auch noch anmachen. Da muss ich mal gucken, wo wir die anmachen können. Vor allem, wie wir die anmachen können. Da hinten ist die. Und da ist ein Feuer. Ha. Aber wie soll das gehen? Wie soll ich denn da jetzt die Fackel anmachen? Na, das war so klar. Oder vielleicht muss ich ja auch das Feuer in der Mitte anmachen. Also die Fackel in der Mitte oder so, ich weiß es nicht. Ich muss gucken gehen. Ah, wir sind doch so weit gekommen. Kann doch jetzt nicht alles vorbei sein. Aber das hier sieht so aus, ne? Echt so? Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wohin ich schieße. Ah! Das ist es! Das ist es. Was bringt mir das? Ach so. Ja, jetzt muss ich da irgendwie rauf, ne? Jetzt muss ich da irgendwie rauf. Und muss dann so schießen mit dem Pfeil und dem Bogen, dass ich die eine Fackel da treffe. Oh Gott. Mein Gott, wieso dreht sich das so schnell? Yay! Hey, aber das Wasser ist nicht mehr vergiftet, ne? Schaut's euch an. Es ist wieder frisch. Das Wasser ist wieder frisch. Na, das ist doch schön. Okay, komm, ich muss doch nur auf einen drauf. Hallo? Wieso jumpt der immer mit einem Salto da durch, ey? Das gibt's doch nicht. Weniger Saltos machen, Link. Dann klappt das auch mit dem Timing. Okay. Jetzt aber. Jetzt schaffen wir das. Ey. Okay. Okay, nein, wir schaffen das nicht. Wir werden niemals da drauf kommen. Deswegen mache ich das jetzt mit dem Deko-Jungen. Dann kann ich einfach in die Mitte fliegen und werde niemals runterfallen. Ach, Mann. Ich wollte so schön da drauf jumpen, aber Link hat da keinen Bock drauf. Also machen wir es mit dem Deko-Jungen. Ist ja okay. Na, komm schon. So, so schaffen wir das.
Na, geht doch. So, und jetzt wird mir wahrscheinlich richtig schlecht, wenn ich das hier sehe. Ich drehe mich ja gar nicht. Ah, okay, wartet. Ach, jetzt habe ich... Na, wartet mal, erstmal muss ich natürlich so stehen am besten. Und dann sollte ich vielleicht auch Y drücken. Wo ist denn jetzt? Da ist es. Ja, beim ersten Schuss. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Gott, mir wird so schlecht. Hilfe, ich kotze gleich. Okay, okay. Muss ich hier abspringen? Ja, ich glaube, das war die richtige Tür. Sehr gut. Okay. So, erst einmal. Ja, auf mir irgendwas sagen zu wollen. Komm. Der da hinten. Ach, warum? Warum? Warum fliegt der so weit weg? Ich mag den nicht. Ach, verdammt. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal hier runter. So. Oh, ich weiß immer nicht, womit ich das hier steuere. Mit der Maus oder mit dem ganzen Gerät? Ich habe das Gefühl, ich steuere das immer mit dem ganzen Gerät. Okay, nee, so wird das nix. So, ich glaube, wir brauchen den Deko-Jungen wieder. Ja, hier kann ich aber auch hoch. Na, geht doch. Endlich ist das Vieh weg. Ach, jetzt geht's mir schon besser. Einfach, weil dieses Vieh jetzt weg ist. Ach, nein. Nein. Wieso kann ich nicht mal ordentlich landen? Na. Ich dachte, hier wäre... Oh, guck mal, da hinten ist noch eine Fee. Aber ich dachte, hier wäre... ein Bossgegner. So, verirrte Fee Nummer 10. Okay, was haben wir hier? Ein paar Pfeile haben wir gefunden. Da hinten ist auch noch eine verirrte Fee. Da müssen wir auch noch hinkommen. Hier ist noch eine. Verirrte Fee Nummer 11. Uah. So, und noch auf die andere Seite hoch. Sehr schön. Hier ist nix. Hier ist auch nichts. Aber hier ist noch eine weitere verirrte Fee. Yeah. Sehr schön. So, Nummer 12. Und da hinten haben wir sogar noch Nummer 13. Aber ich weiß noch nicht. Wow. Das ist nicht nett. Diese verdammten... Es ist nicht... Moment. Moment. So. Die Frage ist, was mache ich jetzt hier oben? Ich glaube nicht, dass das so geplant war. Mach das nochmal weg. Sehr gut. So, da hinten. Dich mache ich auch mal weg. Sehr schön. So, da hinten ist auch noch einer. Die ist auch weg. Dann kann die mir auch nicht mehr wehtun. So, jetzt rüsten wir hier noch die arme Fee.
Ah, den muss ich mir wahrscheinlich gleich holen. Jetzt muss ich erstmal, ich glaube, ich muss erst zur anderen Seite, zu diesem Kristall, der da ist. Der hat bestimmt irgendeinen Sinn und Zweck, oder? Würde ich mal schätzen. Oh Gott, ist das echt schon wieder so spät hier? Und oh mein Gott, haben wir denn echt schon wieder tatsächlich 20 Minuten voll? Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt aber. Okay. Ha, das dachte ich mir. So. Von hier aus komme ich jetzt aber nicht weiter. Dann setzen wir die Maske nochmal ab. Ja. Das hätte ins Auge gehen können. Und zwar ganz gewaltig. Oh mein Gott. So, meine Lieben. Aber ich denke, ich werde an dieser Stelle nun erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.